Bei Frau Illner gab es eine Sendung auch über die AfD, wie man also den Populisten, das sind wir, wie man also mit denen umgehen sollte. Und da zählte Frau Klöckner eine ganze Reihe von Unwahrheiten gegen die AfD auf, darunter auch die, dass die AfD die Homosexuellen zählen lassen wolle. Und zwar natürlich in diesem Kontext war das so zu verstehen als etwas Schlechtes, das heißt mit anderen Worten, es war im Grunde gemeint, die wollen die registrieren lassen, um sie dann bei nächster Gelegenheit zu liquidieren. Das war der Unterton dieser infamen Propaganda. Der Hintergrund ist der, der Landtag von Thüringen hat beschlossen, so und so viele Millionen auszugeben für die Förderung der Homosexuellen und so weiter. Und da fragte die AfD-Abgeordnete im Landtag, wie viele gäbe es denn, auf die diese Millionen jetzt verteilt würden. Das wusste man sich. Muss man sich mal überlegen. Die geben Geld aus für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. So und so viele Millionen stand fest. Aber die wissen nicht, wie viel sind es denn? Also wenn das ist ja ein Unterschied, sind es 3.000 oder 30.000, dann kriegen die, wenn sie 3.000 sind, das Zehnfache. Also vielleicht statt 10.000 Förderung 100.000, das muss ja eigentlich ein Landtag wissen. Und diese AfD-Abgeordnete forderte also völlig korrekt, die Homosexuellen zu zählen, nicht ihr Namen und Adresse festzustellen, sondern sie zu zählen. Das kann man ja völlig anonym machen. Und das wird natürlich das Gegenteil unterstellt. Die eine Vorsitzende, Frau Weide, der AfD, ist bekennende lesbische Unternehmerin, lebt in einer Partnerschaft. Und es gibt eine Arbeitsgruppe Homosexuelle in der AfD und in MacPom ist also gerade ein Direktkandidat war, ein Herr Jesus de Maria so und so, ein bekennender Homosexueller, ich weiß jetzt nicht, ob ist er gewählt worden oder nicht, er war jedenfalls nominiert. Die AfD hat mit Homosexuellen überhaupt keine Probleme, das ist Privatsache, soll jeder für sich ausmachen. Was wir angreifen, ist die Überbetonung der von der normalen Sexualität abweichenden Abarten und das ist einfach eine krankhafte Erscheinung, dass die in einer Weise gefördert werden, die ihrem proportionalen Anteil in der Bevölkerung überhaupt nicht entspricht. Ein anderer beliebter Punkt ist der, dass die AfD angeblich gegen den Mindestlohn ist. Das ist falsch. Im Parteiprogramm, Bundesparteiprogramm steht drin, die ist für den Mindestlohn. Und sie ist in Berlin übrigens, im Wahlprogramm stand das drin, dagegen. Das ist nämlich ein Unterschied, wo man den Mindestlohn macht. Es gibt gerade in den ehemaligen Ost-DDR-Ländern gibt es Bereiche, wo ein solcher Mindestlohn tödlich ist für die Wirtschaft. Und da kommen wir auf den wesentlichen Punkt. Es kommt nicht darauf an, Mindestlohn ja oder nein, sondern wie hoch ist er. Mindestlohn von 2 Euro würde überhaupt nichts ändern. Ein Mindestlohn von 40 Euro würde die Wirtschaft in Klump hauen. Und irgendwo dazwischen ist vernünftige Politik. Man kann aber auch sagen, wir wollen eine liberale Politik und wir helfen den Leuten anders über das Finanzamt. Und das geht letzten Endes System in der Wirtschaft systematisch besser. Missbraucht werden können beide Regelungen. Im einen Fall zahlen die Unternehmen dann so wenig, dass der Staat aufstocken muss. Und im anderen Fall gehen eben Arbeitsplätze verloren, weil keiner in der Lage ist, den geforderten Mindestlohn zu zahlen. Da gehen viele Unternehmen pleite. Das ist immer eine Abwägungsfrage. Und das ist keine Sache, die für die AfD in irgendeiner Weise konstituierend ist. Da gibt es Wirtschaftler, die sehen das so und es gibt andere, die sehen das mehr sozial und wollen direkt sofort den Leuten etwas zukommen lassen. Dieser Streit ist völlig in Ordnung und muss in einer Partei auch bleiben und er wird auch bleiben. Und es gibt es in der CDU natürlich genauso Leute, die für und gegen sind. Daraus also jetzt folgern zu wollen, dass die AfD unsozial sei, ist reiner Quatsch.
Das ist ja überhaupt so, man will, jede Partei will doch mit ihrer Wirtschaftspolitik erreichen, dass möglichst viele Leute möglichst viel Geld haben. Und die einen sagen, geben wir das denen sofort, das Geld, den Armen, und die anderen sagen, nee, stecken wir es erst noch mal in die Wirtschaft, lass uns noch mal durchlaufen und dann geben wir den Mehrertrag den Armen. Und das hat sich, diese Methode war die Methode der CDU, hat sich über Jahrzehnte sehr bewährt. Während die SPD immer der Meinung war, sofort alles ausschütten, war die CDU der Meinung, nee, wir investieren es noch mal. Und dann von den Überschuss schütten wir ein bisschen was aus. Das ist, wurde mehr investiert unter der CDU als unter der SPD. Das ist immer, wenn es die SPD an die Regierung kommt, wird es immer gerechter. Es geht allen gleich schlechter. Und bei der CDU geht es allen besser, aber denen sowieso schon gut geht, geht es dann noch besser. Das ist der wesentliche Unterschied. Alle wollen alle möglichst viele beglücken, schon alleine, weil sie möglichst viele Wähler überzeugen wollen. Also dieser Gegensatz ist künstlich. Nicht so künstlich ist der Gegensatz, haben wir noch, wir Deutschen, eigentlich das Recht auf Heimat? Und das ist ja, was uns mit den Juden verbindet. Israel ist doch nichts anderes als ein Refugium für die jüdische Ethnie. Nicht? Das ist, versuchen Sie doch mal als Araber da gleichberechtigter Staatsbürger zu werden. Sie kommen ins Gefängnis, das ist kein Scherz. Die kriegen es aufenthalts, also nachts müssen sie sich da melden, und wenn sie da nicht sich antanzen, sind sie sowieso alle förderungslos. Israel ist da vorbildlich strikt, geht ja auch nicht anders, die werden ja sofort überrannt von den Arabern und übernommen, und die können das gar nicht alles machen. Und wir werden auch überrannt, begreifen es aber nicht mehr, weil wir weiter weg liegen und weil wir denken, ach, wird schon nicht so schlimm kommen. Dieser Grundsatz, ja, wird schon nicht so schlimm kommen, das ist ein bisschen primitiv, erbärmlich und etwas zu wenig. Etwas zu wenig in einer Welt, wo die Mobilität in diesem Maße zugenommen hat. Und wir müssen auch die Frage, sogenannte Abschottung, ist ja genauso ein Quatsch. Die AfD will natürlich nicht abschotten, sondern sie will nur, dass weniger kommen. Und dass wir uns die aussuchen, wie alle anderen Staaten der Erde auch. Und dieses, alle Leute einfach nach Europa hereinfluten lassen, ist natürlich tödlich für Europa. Der Europapolitiker Asselborn, ein offenbar eingefleischter Gutmensch, sagte also, was Merkel getan hat, sie hat, als sie die Flüchtlinge da reinließ aus Ungarn, die europäischen Werte verteidigt. Nun, Merkel sagt aber, so etwas darf nie wieder passieren, und die CDU sagt das aus, so etwas darf nie wieder passieren, dieser Kontrollverlust. Fasst man diese beiden Aussagen zusammen, da gibt es die Verteidigung der europäischen Werte darf nie wieder passieren. Das ist in schöner Klarheit das, was tatsächlich passieren muss, wenn wir meinen, dass wir Europa zur Überflutung freigeben, dass das europäische Werte sind, dann muss wirklich, darf das nie wieder passieren. Und damit wir das wirklich zuverlässig verhindern, gibt es nur eine Methode. Überhaupt keinen reinlassen. Denn wenn Sie 100.000 reinlassen, werden 100 Millionen denken, die haben es geschafft, wir schaffen es auch. Und die kommen dann und schmeißen sich dann mit Leib über die Grenze und über den Grenzzaun, und wir können ja dann nicht viel machen. Aus humanitären Gründen, die werden alle reingelassen, aufgenommen, und es ist das Ende von Deutschland als der Heimat der Deutschen. Und dagegen haben wir ein bisschen was. Auch der deutsche Mensch, der identitäre deutsche Mensch, sollte eine Heimat haben, in der er sich als Deutscher wohlfühlt. Und nicht, dass man sagen kann, du kannst doch hier deinen Geschäften nachgehen. Das kann er auch, wenn er nach USA auswandert. Und das ist nicht das, was man unter Heimat versteht. Und selbst die Juden haben nun mittlerweile eine Heimat, wo man als Jude sich als Jude ausleben kann und nicht ständig von anderen Leuten behelligt wird und nicht ständig alles danach ausrichten muss, ob es auch den Zuwanderern gefällt.
Ein Kommentator hat mich gebeten, darauf hinzuweisen, dass die Russen an Kernkraftwerken arbeiten, die den langlebigen radioaktiven Müll als Brennstoff verbrennen können. Das heißt, damit ist das Endlagerproblem völlig gelöst. Der hochaktive radioaktive Müll kann in solchen Kernkraftwerken verbrannt werden. Gibt es übrigens nicht nur in Russland. Bill Gates fördert ein solches Projekt. Hier in Deutschland hat eine Gruppe von Idealisten den sogenannten Dual-Fluid-Reaktor entwickelt. Und es gibt noch zahlreiche weitere Konzepte. Die Sache steht vor der Lösung. Das Endlagerproblem existiert nicht mehr. Und damit ein Glaubensgrundsatz vieler Kernkraftgegner fällt damit weg, nämlich dass die radioaktive Müll die Menschheit also auf Millionen Jahre belastet. Das ist schon ein bisschen eigenartig, denn wir haben Radioaktivität in der Erde. Das natürliche Uran strahlt auch ewig und der Himmel ist also auch für alle Zeiten hochradioaktiv. Aber okay, das ist nun mal ein Glaubensgrundsatz. Wir können unseren Kindern nicht diesen Müll hinterlassen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir können den ganzen Müll, der da ist, können wir jetzt leicht beseitigen, indem wir diese modernen Kernkraftwerke bauen. Wird ein bisschen dauern, ehe Deutschland da wieder mitwirken kann, werden leider Jahrzehnte vergehen. Das ist die Merkel-Katastrophe, die wir ein Jahrhundert lang werden überwinden können.